Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Wir spielen heute eine Runde Black Ops 3, aber diese Klasse hier kann ich direkt eigentlich löschen. Denn, Leute, ich habe mir was überlegt und das ist eine Sache, die ist mir relativ wichtig. Über die wollte ich jetzt einfach ein bisschen reden und ich habe gerade ein Video von Jam gesehen und mit der VMP sah das so geil aus, deswegen habe ich so Bock auf die VMP bekommen. Haptics Video hat mich nicht nur auf die Idee gebracht, meine Klasse gerade umzubenennen und die VMP zu spielen, sondern auch auf eine andere Idee. Und zwar hat er Folgendes in seinem Video erzählt. Er hat erzählt, warum er kein Fortnite hochlädt und ich habe mich dann auch zu einer Sache entschieden, die ich nicht mehr hochladen möchte. Und zwar habe ich so die Kommentare gecheckt unter meinem letzten Video COD Sachen in Fortnite. Ich hatte da noch ein paar Videos jetzt vorproduziert. Andersrum, Fortnite Sachen in COD meine ich natürlich. Ich hatte da auch ein paar Sachen vorproduziert, aber ich habe mich dazu entschieden, diese Serie nicht weiterzuführen. Denn ich habe gesehen, den meisten von euch gefällt es zwar, aber es gibt viele Leute, denen gefällt es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Kanal ist immer noch für euch. Also lade ich es nicht mehr hoch, Leute. Was ich auf jeden Fall noch weiterhin hochladen werde, ist Fortnite. Aber nur noch, wenn ich mit meinen Runden zufrieden bin. Das heißt jetzt nicht, wenn ich... Alter, was ist das für eine Teamaufteilung? Ah, Mann, Zickzacki. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt nur hochlade, wenn ich 25 Kills mache. Aber so weit bin ich noch nicht. Aber heute habe ich zum Beispiel sehr gute Steps in die richtige Richtung gemacht. Aber ich werde es nur noch Gameplays hochladen, mit denen ich selber auch zufrieden bin, Leute. Ne? Das war bei COD schon so. Ich bin ganz früher, weil ich nicht richtig hart gegrindet habe bei COD. Am Anfang war ich jemand, ich war null für meine Gameplays bekannt. Aber irgendwann war ich es dann schon. Ich weiß, ich habe das Zeug dazu. Ich muss mich ja nur richtig reinfuchsen. Deswegen wird auf jeden Fall Fortnite kommen. Aber dieses Fortnite in COD-Zeug, da habt ihr mich jetzt überzeugt, dass ich das nicht mehr machen werde. Kann ich auch nachvollziehen. Ich fand die Videos zwar cool, vor allem das Double Pump-Video, aber ich kann verstehen, dass es so wirkt, als ob man nur irgendeinen Hype billig mitnehmen will. Und das soll natürlich nicht so sein. Ich bin ehrlich zu euch, ich genieße das eigentlich, Fortnite und COD zu verbinden. Aber es macht halt auch einfach nicht so wirklich viel Sinn. Das ist so das Problem. Und deswegen kann ich euch da nachvollziehen. Auf jeden Fall denkt ihr, ich habe eine weiße Jacke an. Stimmt aber nicht. Die ist nämlich nur bis hier weiß. Aber sieht lustig aus, weil genau der Ausschnitt ist weiß, Alter. What the hell? Der Rest ist komplett blau. Ja, Leute, also das ist mir irgendwie klar geworden, dass ich das nicht mehr machen werde. Ich werde aber trotzdem ein bisschen kombinieren. Ich liebe halt zum Beispiel Black Ops 3. Das zocke ich auch immer noch. Und ich liebe halt auch Fortnite. Und ich spiele das auch sehr gerne. Und ich werde aber, wie gesagt, nur noch Runden hochladen, wo ich mich ein bisschen verbessere in Fortnite. Also, wenn ich besser bin. Weil, ja, keine Ahnung. Das Reacten macht mir sehr viel Spaß. Das wird auf jeden Fall weiterhin kommen. Jetzt noch ein paar Folgen mit Sonny, wo sie Fortnite spielt, werden auch noch kommen. Aber diese Kombinationsserie, das mochten einfach viele nicht, kann ich nachvollziehen. Und deswegen kommt es nicht mehr. Genau, das ist sozusagen eigentlich das, worum es jetzt so ein bisschen geht. Jetzt zocken wir ein bisschen Black Ops 3, gucken, was hier so abgeht, Leute. Das muss natürlich auch noch sein, ganz klare Geschichte. Generell, das fehlt mir komplett, irgendwie diese TDM-BO3-Videos einfach zu zocken und einfach nebenbei zu erzählen. So, das ist ja das, was sich viele auch von euch wünschen. Natürlich entwickelt man sich als Mensch immer so ein bisschen weiter und ich meine, ich weiß... Alter, was war das für ein Erdbeben? Ich wüsste ja genau, viele Leute wollen halt das und das von mir sehen und viele Leute erwarten das und das, aber letztendlich muss ich natürlich auch darauf achten, dass mir selber mein Content auch noch gefällt. So, wisst ihr, was ich meine? Und in BO3 bin ich immer noch der beste Spieler der Welt, wie ich gerade gemerkt habe. Nicht Spaß, aber es ist halt so... ich würde wahrscheinlich mehr Klicks bekommen auch, wenn ich jetzt auf dieser kompletten BO3-Schiene bleiben würde. Das heißt, das ist eigentlich so der Beweis, ich profitiere eigentlich gar nicht so stark davon, Fortnite zu spielen und so. Aber das Ding ist, mir macht es einfach Spaß. Also mir macht es einfach beides Spaß und ich werde beides machen. Und das ist jetzt eine Entscheidung, die ich euch mitteilen wollte, weil ihr natürlich als teilweise langjährige Begleiter einfach, ja, wichtig seid. Dass ihr Bescheid wisst, ist wichtig. Und dass ich den Typen droppt hatte, ist genauso wichtig, Leute, ganz klar. Die kommen jetzt von hier, die Gegner. So, ich würde sagen, BO3, das läuft jetzt gerade schon mal ganz gut. Drohne erstmal raus. Da ist erstmal noch einer. Ist der noch am Leben? Nee. Okay, die sind jetzt hier wieder. Okay, jetzt die Frage ist, wo spawnen die jetzt? Spawnen die jetzt da hinten? Dafür habe ich jetzt eigentlich nicht die richtige Waffe am Start. Wir können uns mal hier hinstellen. Alter, die Stimme ist absolut weg. Nein, einer zu viel, Leute. Schade, hätte ich den Geist bekommen können. 6-0 hatten wir schon. COD ist auch wie Fahrradfahren, ohne Witz. Wenn für mich irgendwann mal sich Fortnite so anfühlt wie COD, dann bin ich zufrieden, Alter. Das wär's einfach, Mann. Weil COD, da kannst du halt sogar, wenn du wie hier ein halbes Magazin mal veraimst, dann machst du nichts falsch. Ich pushe aber auch richtig gestört gerade, ne? Aber ich habe auch den Kampffokus, denn da muss ich pushen. Das war safe nicht der letzte hier, das war 100% nicht der letzte. Ah! Wo war er? Ah, belastend, Leute. Das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Scorpion Plays muss man ja immer so sehen, ne? Hat ja diese Entwicklung gemacht damals, als ich von Minecraft auf diesem Kanal, der Kanal war ja kein COD-Channel, das war ja, mein Hauptkanal war mein COD-Channel, das hier war ein absoluter Anti-COD-Channel, hier habe ich alles außer COD hochgeladen. Deswegen, glaube ich, interpretieren auch viele die Geschichte von Scorpion Plays ein bisschen falsch, weil dieser Kanal ist wirklich komplett
nicht für COD eigentlich und danach ist das halt geworden, das war halt die beste Zeit, so wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, vor genau einem Jahr diese Ustasa-Phase, Leute, wisst ihr, was mir das gebracht hat für diesen Kanal? Dank Ustasa wird Scorpion Plays irgendwann mal 1 Million Abonnenten haben, dank dieser ganzen Storyline damals, das müssen wir uns gar nicht, da müssen wir uns gar nichts anderes einreden, das ist so und das ist komplett krass, wenn man sich das mal vorstellt. Und als ich dann wieder angefangen habe, hier COD hochzuladen, da waren es halt, ja, keine Ahnung, da waren es eigentlich immer nur Live-Commentaries, das war immer dasselbe. Und dann irgendwann kamen halt so ein paar Stories dazu, aber ich habe einfach auch Bock, das weiterhin zu machen, aber ich habe, wie gesagt, auch Bock auf ein paar andere Sachen. Und meine treuen Supporter werden mich da auch unterstützen, es gibt immer Leute, die werden es halt nicht tun, da kann man halt nichts machen. Wie gesagt, es gibt aber auch Sachen, die ich einsehe, dieses Fortnite in COD, das wird zum Beispiel erstmal nicht mehr kommen, weil, ja, weil ich das einfach so gemerkt habe, dass ihr das nicht so gerne sehen wollt. So, jetzt ist die Sache, dass ich den hole. Es gibt natürlich auch immer diese Frage, warum lädst du denn keinen WW2 hoch? Das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich, glaube ich, überhaupt lese. Ja, Leute, guckt euch doch mal meine WW2-Videos und die Klicks dazu an, Leute. Ich lebe von YouTube, das darf man nicht vergessen. Ich bin ein hauptberuflicher YouTuber. Das bedeutet, ich bin darauf angewiesen, dass die Leute sich meine Videos auch reinziehen, weil alles andere ist schön und gut, aber von allem anderen kann ich meiner Mutter kein Geld geben im Monat, kann meiner Freundin und mir kein schönes Leben ermöglichen, wobei mein Freund mittlerweile auch viel Geld verdient, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nun mal so, das darf man nicht vergessen, dass, ich bin tot, ja. Man darf nun mal nicht vergessen, dass ich davon lebe und wenn die WW2-Videos von Anfang an komplett keine Klicks bekommen haben und so war das nun mal, dann kann ich das nicht machen, Leute, das geht nicht. Das ist ja die Tendenz, die Leute gucken auch nur Videos von Spielen, die sie selber spielen und das zeigt mir auch, dass ihr WW2 nicht so wirklich spielt. Klar, es gibt immer welche, man kann es nicht allen recht machen. Aber der Großteil von euch, sag's mal ehrlich, spielt auch kein WW2. Und das ist natürlich schade. Das zeigt, was COD so ein bisschen passiert ist die letzte Zeit. Dass es jetzt schon wieder ein COD ist, was keiner wirklich spielt nach IW. Und davor war es AW und Ghosts irgendwie gefühlt. Das heißt, ich erwarte so viel von BO4, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Ich bete dafür, dass BO4 uns wieder in diese BO2-Zeit zurückbringt. Weil das wird für mich als YouTuber natürlich auch definitiv weiterhelfen. Ich habe auch Fehler gemacht, Leute. Ich habe definitiv Fehler gemacht. Zum Beispiel, dass ich diese Fortnite 30-Tages-Serie gemacht habe. Ich hätte darauf warten müssen, dass ich besser bin in dem Spiel, weil bei Fortnite kommt es halt wie am Anfang der COD-Zeit auf YouTube, kommt es bei Fortnite halt auch aufs Gameplay an. Und das war bei COD am Ende ja gar nicht mehr der Fall. Das war ja bei COD vor ein paar Jahren noch so der Fall, jetzt aber dann irgendwann nicht mehr. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Das hätte ich anders machen müssen. Hätte ich damit gewartet und wäre direkt als guter Spieler in Erscheinung getreten, dann wäre das ganz anders geworden. Aber ich werde mir das dann halt so noch erarbeiten, diesen Stand. Definitiv. Ich wusste es. Ich wusste, dass er da wartet, Leute. Also wir dürfen nicht vergessen, Leute, dass ich eh weiß, dass die treuen Leute immer bei mir bleiben und keine Ahnung. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass ihr wichtig seid, dass ich euch mitnehme bei meinen Entscheidungen und dass ich auf keinen Fall das Ding auf die leichte Schulter nehme, wenn mal irgendwas nicht gut ankommt. Ich werde natürlich trotzdem machen, was mir Spaß macht. Es gab halt Situationen in meinem Leben, da wusste ich, es ist besser aufzuhören, zum Beispiel bei Mario Kart. Es war auch sehr, sehr schade, weil mir das so ein bisschen bewiesen hat, dass die Leute von mir halt wirklich, viele Leute erwarten, dass ich nur COD mache. Und das ist halt eine Sache, die mich natürlich schon gewissermaßen traurig gemacht hat damals, dass es diese Mario Kart Sache zum Beispiel nicht so gut angekommen ist. Guck mal, wie der Typ tryhardet, ne? Mein Sohn, Alter. Gehe ich neulich bei YouTube rein, mein Sohn, 40 Kilo, 40 Kilo, von welchem Lied kommt das, Leute? Apropos, habe ich von dem genannten Sohn hier das Buch in der Hand, Leute. San Diegos Buch, Mann, so geil, ich freue mich, das so heftig zu lesen, ey. Lol, der Spawn, unreal. Oh mein Gott, das war der perfekte, den habe ich so selten geschafft. Das war der perfekte Schienenslide, Alter. Das war absolut krank, wie schnell ich gerade war, ne? Ey, ich hasse es. Man ist um die Map, aber dann ist da keiner mehr. Das ist immer der Beweis, dass zwei Tryharder-Teams gegeneinander spielen. Weil beide flanken dann. Guck mal, Alter, der Typ ist ja so nervös. Der schießt auf alles, was sich bewegt. Und jetzt kriege ich meinen ersten Kill. Nicht! Natürlich nicht! Oh, der perfekte... Also, Movement... Habt ihr gesehen, wie perfekt ich in die Scheune geslidet bin? Also nicht Scheune, aber in... Wie heißt das Haus nochmal? Briggs? Ich habe vergessen, wie dieses Haus hier heißt. Konterdrohne, ich gönn's dir, Digga. Lustibus, Digga. Ja, zünde noch schnell dein Termit, bevor du stirbst. Ja, dich habe ich safe, Digga. Ja, Digga. Bin wir der Einzige, der sich wehrt?
Ich fühle mich gerade wie bei Fortnite, so immer höhere Positionen und dann, Digga, den Kill holen. Digga, den Kill holen, alles klar. Ich habe erstmal den ganzen Spawn aufgeräumt. Das Problem ist, wenn jetzt hier einer kommt, bin ich trotzdem am Arsch. Wow. Oh mein Gott. Digga, das gibt's doch nicht. Wie kann es so sweaty sein? Das geht doch gar nicht. What the hell? Hat mich gerade ein Sniper getroffen. Von wo? Will ich wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich bin so behindert, Leute. Ich sehe unten die Kills 39 und 36 und überlege mir die Finish-Wege in Darts. Also wie ich das jetzt schnell finishen würde. Das kann doch nicht normal sein. Das kann ehrlich nicht normal sein. Na, ich rette dich. Ich hab mein Teammate so gesaved, Alter. Der weiß es noch nicht mal. Ah, jetzt weiß das, glaube ich. So, wir headglitchen jetzt mal ganz billig. Komm, einer kann noch rauskommen wegen Kampffokus. Ja, er ist so One-Shot, Digga. Verarsch mich nicht. Ja, jetzt bin ich auch am Arsch. Ey, 60 Punkte vor Geist. Ich glaube, so entspannt... Oh! Ich glaube, so entspannt COD zocken gibt's gar nicht. Ich glaube, das gibt's nicht. Also, ich glaube, das gibt... Also, ich glaube, das ist nicht möglich. Es ist immer sweaten und tryharden, Alter. Alter, Leute, das gibt's doch nicht. Wie kann das alles so sweaty sein? Alter, das ist doch nicht normal. Ja, Alter, Kinetic. Wenn ich Kinetic gehabt hätte, hätte ich niemals so viel geschluckt. Niemals. Na gut, Leute, so einigermaßen okay die Runden. War jetzt echt eher so ein Laber-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür, da würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.